Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft in der PlayStation 4 Edition. Und würde gleich vorab sagen, dass wir jetzt wahrscheinlich nur noch bis zum 29.04. hier drauf spielen werden. Und dann mache ich entweder eine Pause oder ich höre komplett damit auf. Denn das soll ja jetzt hier ein Let's Play Channel bleiben und kein Minecraft Channel werden. Und genau aus diesem Grund, ja, kommt da wahrscheinlich eine kleine Pause und dann beginnt dann in Tropico. Oh, dann soll ich wahrscheinlich noch weiter zocken, bis dann mal der LS kommt. Aber dann natürlich auch The British Sequel oder ja, den anderen Teil halt, der auch noch für CD drauf ist. Und mehr Borderlands 2 in Borderlands 2. Habe ich schon Bock zu zocken auf jeden Fall, aber für ein Let's Play ist sowas halt ungeeignet, wenn man es spielt oder so. Da hat man ganz einfach so viel zu entdecken, also so viele Stunden Spielzeit. Da spielt man es doch lieber solo, als jemand anzutun, mal ehrlich jetzt. Natürlich, ich könnte jetzt 100 Folgen hier hochladen von Borderlands 2, aber das sehe ich gar nicht ein, so viele Folgen von dem Spiel zu machen. Und deswegen wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen gewechselt zwischen den Spielen. Und ich hoffe, das macht dann keinem was aus. Natürlich wird diese Welt hier nicht gelöscht, die Welt bleibt natürlich vielleicht mal zum Stream drauf. So Standardsachen wisst ihr ja. Dann wird ein paar Stream-Folgen hochgeladen werden. Und dann seht ihr die Welt ja auch wieder, falls ihr das sehen wollt. Aber stellt euch darauf ein, dass ab dem 29.04. kurzzeitig kein Minecraft mehr kommt. Ja, der Rest läuft wie gewohnt weiter. Und dann kommt Tropico 5. Und jetzt sind ja auch schon die ersten Trailer zu Battlefront veröffentlicht. Und ich finde, das Spiel sieht richtig Hammer aus. Also die Grafik, die ist ja unfassbar geil. Gesundheit? Die Grafik ist ja wirklich hammermäßig gut. Also da kann man nichts bestreiten. Da hat sich DICE wirklich mal wieder richtig Mühe gegeben. Und ja. Auf jeden Fall, wann kommt's raus? 20.11. oder 9.11. irgendwie, was mit dem Dreh rum. Muss ich das erstmal gegönnt auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch ein bisschen Essen drin. Wir haben noch voll viel Steine in unserem Inventar. Ja, wow. Oh mein Gott, wir wollen eine kleine neue Steinkiste. Und das war's mit Steinkiste. Also mit der Kiste, die ist jetzt wohl voll. Da können wir nicht viel machen. Sie ist verloren. Wie geht's eigentlich unseren Mörschel? Die kommen jetzt auch abernten, denn ich habe ja das gemacht und alles. Und warum soll man das denn hier wachsen lassen, wenn es eh schon fertig ist? Und ja. So. Es kommen jetzt ja übel viele Spiele in diesem Jahr noch raus. Ich glaube, bei uns ist gerade draußen eine Hochzeit in der Nähe. Dieses Gehupe geht mir gerade echt auf die Nerven. Das glaubt ihr gar nicht. Da wird drum gehupt wie so Ochsen. Wie bei einer typischen Hochzeit halt. Aber überall, ja hallo. So, noch mehr. Du kannst gar nicht mehr essen als eine. Du Depp, du. So. Im Hintergrund habt ihr übrigens wieder ein bisschen Musik. Denke ich mal, wenn ich es nicht vergessen habe, wie die letzten Folgen. Aber die letzten Folgen habe ich auch einfach irgendwie gar keinen Bock, irgendwie Musik einzufügen. Ich weiß nicht. Ich hatte da extrem Zeit, deswegen war die Borderlands Folge wahrscheinlich jetzt schon ein Thumbnail drin. Für jetzt die letzte Folge. Aber die hatte jetzt 2 Tage lang kein Thumbnail drin. Da ich ganz einfach, ja, mir hat die Lust dazu gefehlt, das zu machen. Deswegen kam jetzt auch einen Tag nur Minecraft und einen Tag nur... Alter, was geht hier ab? Oh mein Gott! Ja, leck mich doch am Arsch. Schieß das Creeper-Ding ab. Schießt den Creeper ab. Manu! Könnt ihr nicht mal den Creeper abschießen? Seid ihr so unfähig. Ja genau, ich wollte dich treffen. Schieß den Creeper ab! Komm, Creeper. Scheiße! Mann! Als hätte mir richtig eine Kugel mitgegeben, gerade das Skelett. Hätte wahrscheinlich wirklich nur einen Schuss ausgehalten, dann wäre er weg gewesen. Aber gut, kann man nichts machen. Hallo Schaf! Wie kommt das Schaf da rein? Okay.
Wir müssen immer gucken, dass unsere Tiere überleben, wenn wir die da reinbringen. Aber ich möchte da gar keine mehr reintun, wenn die eh alle zerquetscht werden oder so und Scheiß. Und ja, warum denn dann Tiere halten, wenn die eh alle draufgehen? So, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr bisher geschaut habt. Welches Spiel mögt ihr eigentlich am liebsten? Also, für das Spiel, die im nächsten Zeit rauskommen. Ein persönlicher Favorit ist jetzt... jetzt gerade eben, wirklich ohne Scheiß, Battlefront. Also ich weiß es nicht, aber Battlefront, das hat mich schon richtig umgehauen. Die Grafik, die toppt wirklich alles. Alles. Die Grafik toppt GTA und Battlefield 4, Battlefield Hardline, ich spür. Die Grafik sieht alles. Oh ja, das Spiel wird Hammer. Davor habe ich mich auf den LS15 gefreut. Aber die Freude ist jetzt auch ein bisschen vergangen, seitdem ich den Battlefront gesehen habe. Und dann gibt es dann noch Arkham Knight, also Batman Arkham Knight. Und auf jeden Fall auch ein gutes Spiel, denke ich mal. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht holen. Da, ja gut. Ich bin jetzt nicht wirklich so ein Batman-Fan. Muss ich ehrlich gestehen. Und warum soll ich es mir dann holen, wenn ich... Ja, die Spiele sind vielleicht geil. Die sind echt geil. Die Spiele sind echt geil. Aber Batman-Fan bin ich nicht unbedingt. Ich schaue zwar die Filme, habe ich voll viele Dinge davon gesehen, aber... ja, Batman ist nicht mein Fall, ne? So. Was habe ich hier eigentlich gebuddelt? Warum buddel ich hier eigentlich ein Loch? Naja. Gut, dann machen wir halt das, die Erde hier. Guck mal, ob wir das hier... Ja gut, das müsste schon zu flicken gehen hier, das Loch. Auf jeden Fall müsste man das flicken können, so. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mich jetzt GTA persönlich auf dem PC... Videos habe ich mir angeschaut, aber es hat mich jetzt irgendwie... Na gut. Ich finde es doch genauso... Ja, von der Grafik her mittelmäßig wie auf der PlayStation 4. Ja, das hat sich eigentlich kaum verbessert. Natürlich, wenn man es jetzt auf 4K spielen würde oder so, dann wäre es vielleicht ein Unterschied, aber wer spielt denn schon bitte 4K? Und ja, also die Grafik, das hätten sie sich wirklich mehr Mühe geben können, das muss man ehrlich sagen. Die Grafik ist nicht so überwältigend, da zieht Battlefront um einiges noch GTA auf dem PC. Und ja, es ist einfach so. So, was macht einen eigentlich die Weizen hier drin? Steak. Ich merke halt auch, meine Stimme verschwindet jetzt ganz, ganz langsam wieder. Ich weiß aber gar nicht, wieso, wenn ich ehrlich bin. Leute, ich muss mich wirklich entschuldigen. Bei mir hat halt eben ein bisschen was von der Aufnahme verhauen. Ein paar Minütchen müssten das gewesen sein. Ja, ich habe jetzt nur hier noch ein bisschen was einsortiert. Das Eisen von oben geholt, das Gold von oben geholt. Hier ein bisschen abgeordnet, aber das war dann auch schon. Und habe ich noch ein bisschen was eingeordnet, mein Inventar sortiert. Ich glaube, das habt ihr nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum es gerade zerrissen hat. Auf einmal, ja gut, kam eine Fehlermeldung. Und dann war es weg, ne? So. Ja, wir haben nicht außerordentlich viel gemacht. Natürlich regt es mich jetzt auch ein bisschen auf, dass das, ja, weg ist jetzt. Aber alles in allem lebe ich jetzt einfach mal damit. Wo habe ich jetzt die Wolle eigentlich hergekriegt? Wo zum Teufel kommt denn die Wolle her? Ja gut. Was kann denn hier noch raus? Lass mal schauen. Ach, wisst ihr was? Die graue Wolle. Die werfe ich jetzt einfach weg. Dann ist es gut. Dann ist Schluss mit lustig. So. Zack. Die arme Wolle. Wird schon wieder Nacht. Vielleicht noch mal ein bisschen abernten hier. Natürlich kommen nur ein Samen raus. Ist ja Standard. So, dann gehen wir eine Runde pennen. Okay, mindestens wieder 10 Level. Schön, das freut mich doch sehr. So, meine Fresse.
Ja, mich wird sie schon gesagt, wahrscheinlich, oder habe ich nicht gesagt, oder das ist weggeschnitten, ich weiß gar nicht. Ich würde es doch trotzdem sehr interessieren, also ich würde euch gerne echt mit einbeziehen ins Projekt hier. Ich würde gerne wissen, was ihr so gerne, was ihr denn gerne sehen würdet, was wir noch bauen in der Zeit, wo das Projekt noch läuft. Und, ja. Schreibt doch einfach mal, wenn ihr bis hier geschaut habt oder fürs vorhin schon geschaut habt, einfach mal einen Kommentar rein. Wäre wirklich nett. Okay, jetzt holen wir uns noch kurz das Schweinchen. Den Kollegen von unserem guten Günther. Oh, zwei Kollegen von guten Günther. So. Perfekt. Tut mir leid, Günther, dass ich deine Kollegen getötet habe, aber ich habe halt... Irgendwann habe ich halt kein Essen mehr und irgendwann müssen halt deine Kollegen auch dran glauben. Natürlich konnte ich mich vom Brot ernähren, aber hey. Warum denn? Nix drin? Nix? Nö. Ja gut, dann halt nicht, ne? Drück ich mir kurz mal ein Brot rein. Ah, da geht's auch noch irgendwo rein. Schön. Hallo? Oh Mann. Sag mal. Willst du mich verarschen? Was sind das eigentlich für Höhlen hier? Das ist ja, ich habe mitkriegt. Da war ich auch schon drin, ne? Ja dort, da war ich auch schon drin. Und die Höhlen sind echt ganz schön putzig, würde ich mal behaupten. Hey, was haben wir denn hier? Ach, da haben wir glaube ich was abgebaut. Ich glaube, da waren wir schon. Geht's hier zurück oder habe ich mich wieder verlaufen? Ich muss echt mal einen Weg machen. Ach, da hinten ist schon unser Häuschen. So. Boah, ist das weit geflogen. Meine Güte, ist das weit geflogen. Ich wollte vorhin eigentlich nur kurz schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Oder ob die Folge schon rum ist. Und dann, ja, auf einmal kam halt irgendwie... Ja gut, kein Schwerplatz mehr. Und weg war das Ding, ne? So läuft das, so läuft das. Wenn so eine Festplatte mal vorläuft, dann wisst ihr, okay? Ihr habt echt viel aufgenommen. Shit, Alter. Ich hab auch noch Eisen hier reingeworfen, ne? Ja gut, da habe ich Eisen. Mach ich noch ein bisschen Fleisch da rein. Mann, bin ich müde. Und jetzt ist gerade mal, jetzt ist schon 3, glaub. Und ich bin immer noch müde. Läuft bei mir auf jeden Fall. Nicht. So. Gut. Dann muss ich auch schon sagen, warte ich noch, bis das hier durchgebraten ist. Ich mach so lange irgendwas anderes. Au! Shit. Komm mal her, du. Boah, ja, nächste Folge müssen wir unbedingt mal. Oh, ich trau mich da in Unscheiß gar nicht rein. Ah, nee, ich habe ja noch einen Braustund, habe ich ja, gell? Wir werden wahrscheinlich nächste Folge mal richtig schön ans Brauen gehen. Nee, nächste Folge machen wir dann, schauen wir dann hier mal in die Kiste hin und machen wir dann ein ganzes Zeug rein, was ich zum Brauen brauche und so. Und, ja Leute, dann macht euch bereit zum Brauen. Ich kenne ja noch ein paar Rezepte auswendig. Alles können wir natürlich nicht machen. Wir haben ja keine Melonen. Also wir können nichts machen wie Nachtsicht. Ich glaube, Nachtsicht war mit Melonen. Und dann auch keine Unsichtbarkeit. Ich glaube, wiederum brauchen wir da auch Melonen oder Karotten. Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, nächste Folge stelle ich darauf ein. Wir werden brauen natürlich. Okay, dann Leute, bis zur nächsten Folge. Und tschüss.